Okay, wir nehmen jetzt auf. Thomas, würdest du bitte von vorne beginnen? Bin ich? Ja, Thomas, Sie sind hier sicher. Okay. Also würden Sie bitte alles von Anfang an erzählen, damit wir verstehen können, was genau passiert ist. Meine Tochter Jessica, sie war draußen und spielte bei einem ihrer Freunde. Die lebten eigentlich am Ende der Straße. Sie lebten am Ende der Straße, Entschuldigung. Es wurde draußen dunkel und ich rief die Eltern ihrer Freundin an, dass Jessica wieder nach Hause kommen soll. Sie sagten mir, dass sie das Haus vor einer halben Stunde verlassen hatte. Naja, wir leben nur 5 Minuten auseinander. Deshalb, ich, war das der Zeitpunkt, als sie das Haus verließen, um nach ihr zu suchen? Ja, Okay, was geschah wir dann? leben in einem bewaldeten Gebiet und ich wusste, dass sie es liebt, dort mit Freunden zu spielen, aber alleine dorthin zu gehen, macht keinen Sinn. Ich hatte nach Jessica gerufen und es wurde wirklich dunkel draußen. Ich bin durch den Wald gelaufen, hielt nach allem Ausschau. Ich weiß noch, dass ich mich sehr schlecht gefühlt habe, wie ein Würgereiz, als wollte ich etwas rauswürgen und es fing an in meinen Ohren zu klingeln. Dann tat ich Thomas? dieses Ding, dieser Albtraum, er, nein, es. Jessicas Kleider in seiner Hand war eins. Es ist alles okay, Thomas. Können Sie sich erinnern, wie er aussah? Es war groß. Es sah so aus, als würde es einen Anzug tragen. Aber es war auf keinen Fall menschlich. Auf keinen Fall. Seine Arme waren fast auf dem Boden. Ich habe noch nie so etwas gesehen. Sein Gesicht. Dieses grausame, beschissene Gesicht hat mich nur angeschaut, aber nein, da war kein Gesicht. Da waren keine Augen. Was habe ich gesehen? Schon gut, Thomas. Bitte erzählen Sie weiter. Nein, ich habe dich gesehen, du Hurensohn. Es ist meine Jessica. Es kommt jetzt zu mir. Ich kann nicht schlafen, ich kann nicht leben. Du hast keine Ahnung, du hast keine Ahnung. Thomas, bitte beruhigen Sie sich. Es ist direkt hinter dir. Thomas, beruhigen Sie sich jetzt. Er muss eingesperrt werden. Ruf die Security. Ach du heilige Scheiße! Dies war das Ende der Aufnahme. Sofort treten weitere Beamte in den Raum. Niemand war dort. Nur zwei Schusslöcher in der Wand. Thomas Neely und der Beamte gelten bis heute als vermisst. Ja, das war die Creepypasta. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Link zu der Originalseite, wo ich die gefunden habe, steht in der Beschreibung, wenn ich dran gedacht habe. Musik steht auch in der Beschreibung. Bewerten nicht vergessen und wir sehen uns das nächste Mal. Euer Random. Tschüss.